Moin Leute, heute nochmal, heute das Abschlussvideo praktisch meiner Balkonsolaranlage. Abschluss aus zwei Gründen. Das eine ist, das ist jetzt wirklich der Verbrauch des letzten Jahres, also mein Stromverbrauch, den könnt ihr hier sehen. Ich zeige es euch, was habe ich gespart letzten Endes. Und das zweite ist, wir sind umgezogen, haben ein Haus gekauft und die Balkonsolaranlage ist ein bisschen gewachsen. Darüber berichte ich euch in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich. Ja, da werdet ihr nochmal sehen, was ich da gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Ist ziemlich cool und macht echt total Bock und saugeil. Dürft ihr euch drauf freuen. Egal, heute geht es darum, wie viel habe ich gespart im letzten Jahr. Dazu gucken wir uns auch einfach erstmal den Verbrauch der letzten Jahre an. Und vergleichen es mit dem neuen Verbrauch. Vielleicht auch nochmal ganz kurz zur Einleitung, falls irgendwelche Leute keine Ahnung haben, was ich hier gemacht habe. Ich hatte eine Balkonsolaranlage in einer Mietswohnung mit einem selbstgebauten Lithium-Akku aus recycelten 18650 Zellen. Die habe ich mir aus gebrauchten Notebook-Akkus zusammengeklaut. Nicht geklaut natürlich, sondern gekauft und dann verarbeitet. Das war eine Riesenarbeit. Insgesamt sind es dann ungefähr 1000 von den Zellen geworden mit ungefähr 10 Kilowattstunden Speicher. Jetzt kann man natürlich sagen, warum so viel? Ganz einfach, weil ich wusste, wir ziehen ein Haus und dann habe ich schon mal vorgesorgt. Ja, im Normalfall für so eine kleine Anlage ist totaler Quatsch, so viel braucht kein Mensch. Aber hier in einem Haus brauchst du es schon, da reichen 10 Kilowattstunden gar nicht mal so lange. Ist ja auch egal, also das habe ich gemacht. Bevor wir uns den Verbrauch genauer anschauen, eine kleine Sache, und zwar muss man sagen, ich hatte Anfang des Jahres erst 300 Watt, also nur zwei Panels und noch nicht diesen riesigen Akku, den habe ich mir erst viel später gebaut. Dann bis zum März ungefähr hatte ich immer noch 300 Watt, also nur zwei Panels. Dann im April habe ich gemerkt, super geil, das funktioniert ja 1A. Dann habe ich mir noch ein Panel dazu gekauft, jeweils 150 Watt. Dann waren wir bei 450 Watt, dann kam der Sommer. Der Sommer, wie gesagt, ist natürlich so die Haupteinnahmequelle irgendwie. Bis dahin hatte ich dann die 450 Watt. Danach habe ich nochmal eins dazu gekauft im August. Dann waren wir bei 600 Watt. Das lief dann bis November ungefähr und dann wussten wir schon, okay, es geht ins neue Haus. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, ich baue das Ganze schon mal ab und packe es schon mal ein und so, damit wir dann in Ruhe umziehen können. Okay, also ihr seht, so irgendwie hat sich die Anlage auch während dieses Jahres ziemlich entwickelt und ist größer geworden. Wenn ich jetzt so einen Schnitt sagen müsste, wo lagen wir ungefähr im Mittel, dann würde ich sagen, 450 Watt war das ungefähr. Okay, so der Verbrauch, alles klar. Gucken wir mal, 2016 hatten wir ungefähr 2300 Kilowattstunden, 2017 auch sowas um den Dreh, ein bisschen mehr und 2018 waren wir sogar bei nur 2,2, da waren wir anscheinend was sparsamer oder viel in Urlaub, keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. 2019 waren wir dann auf einmal bei 1833, ne? Also gar nicht mal schlecht. Man sieht, die Anlage hat was gebracht, das ist runtergegangen. Jetzt muss man hier dazu sagen, 2019 haben wir auch Nachwuchs bekommen und eigentlich jede Menge Elektrogeräte, die man da auch so braucht, sowas wie ein Fläschchenwärmer und Sterilisator und Laberababa, was man da nicht alles so hat. Ja. Das heißt, eigentlich hätte ich sogar gedacht, dass der Verbrauch 2019 nochmal deutlich hochgehen müsste, auch der Warmwasserverbrauch. Wir hatten nämlich einen Durchlauferhitzer, ja, also mussten das Kind ja oft baden und dies und das. Also eigentlich hätte ich jetzt sogar gesagt, dass der Verbrauch 2019 eher noch was höher war als in den letzten Jahren. Wäre jetzt so meine Schätzung gewesen, halt wegen dem Nachwuchs. Ich weiß es letztlich aber nicht. Egal, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir nehmen mal den Mittelwert aus den letzten beiden Jahren zum Beispiel, dann liegen wir bei 2276 Kilowattstunden im Schnitt. Und wenn ich jetzt einfach mal gucke, wie ist die Differenz dann zu 2019, dann sind wir bei 443 Kilowattstunden gespart. Ja, also ungefähr so viel, wie die Anlage, sage ich mal, im Mittel so hatte, so 450 Watt. So viel habe ich auch ungefähr gespart. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wie viel ist das in Euro? Wenn wir jetzt mal von einem mittleren Preis von 29 Cent ausgehen, das habe ich jetzt in Google so gefunden für den mittleren Strompreis. Dann haben wir ungefähr 128 Euro gespart. Ziemlich geil, oder? Also klingt erstmal gar nicht so viel, aber ihr müsst halt überlegen, es ist eine ganz kleine Anlage. Und das ist schon ziemlich gut. Also, und gut für die Umwelt. Und gleich noch mehr dazu, wenn ich euch noch einen Tipp geben darf, falls ihr es nachmachen möchtet, wie ihr es macht, dann könnt ihr es ein bisschen schlauer machen als ich, weil es dann günstiger wird. Also sagen wir mal, nur mal rein hypothetisch, wenn ich die 600 Watt das ganze Jahr gehabt hätte und ich sag mal, ich hätte 600 Kilowattstunden reingekriegt,
und bin dann bei 29 Cent, dann wäre ich bei 174 € Ersparnis. Ja? Also 600 Watt ist auch so das Limit, was man darf. Ja? Mit so einer kleinen Anlage, da darf man sogar einspeisen. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Wenn ihr das nachmachen möchtet, dann baut euch nicht um, ihr braucht den Akku gar nicht. Den habe ich mir gebaut, weil ich Bock drauf hatte, weil ich es spannend fand und weil ich wusste, okay, wir ziehen irgendwann ein Haus und dann brauchst du ihn. Dann macht das auch Sinn. Aber für eine kleine Balkonsolar muss man es nicht machen, es sei denn, ihr habt total Bock drauf und findet es genauso spannend wie ich, dann haut rein. Falls ihr es nicht machen möchtet, einfach nur Geld sparen möchtet, dann kauft euch einfach so eine Stecksolaranlage. Das sind dann zum Beispiel drei Panels oder zwei, die haben dann 600 Watt, also nimmt dann 600 Watt, das ist so das Maximum, was man darf mit so einer Balkonsolar und dann Einspeisung. Nimmt die 600 Watt und dann nehmt ihr einfach so, kauft ihr so einen kleinen Wechselrichter, den dürft ihr einfach in die Steckdose einstecken quasi. Ja? Ihr müsst die Steckdose austauschen, das ist aber auch kein Akt. Steckt da ein und dann speist das Ding einfach die ganze Zeit ein, was es so hat. Und das spart ihr dann auch an Strom praktisch. Also natürlich nur, solange die Sonne da ist, aber auch das lohnt sich. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr dann auf die 600 Kilowattstunden kommt, aber ich denke auch irgendwie um den Dreh wird es schon sein. Und da werdet ihr bestimmt eure 150 € das Jahr sparen. Selbst wenn es nur 100 wären, wäre auch kein Drama, aber ich denke, 150 sind durchaus realistisch. Die Anlagen kosten so, wenn ihr da so ein Komplettpaket kauft, könnt ihr die für 500-600 € haben. Das heißt, ihr seid da durchaus mit 4, 5 Jahren und ihr habt das Ding, hat sich schon amortisiert und dann könnt ihr danach einfach cool sparen. Also, und tut was für die Umwelt. Also geil, ne? Wie gesagt, macht's. Wenn ihr Bock drauf habt, macht's. Wenn ihr den Platz habt natürlich und nicht so viel Verschattung, das ist wichtig, dann macht das ruhig. Das ist gar nicht mal so aufwendig. Und ihr spart dabei, tut was für die Umwelt, also habt allen geholfen, sau coole Sache. Okay, ja, kurz und knackig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich will jetzt auch gar nicht groß weiterlabern. Ersparnis in meinen Augen cool, hat sich gelohnt, Projekt total erfolgreich. Bin jetzt, wie gesagt, auf 3,2 Kilowatt, wird auch noch größer werden. Hab mittlerweile fast das ganze Haus läuft darüber. Da spare ich nochmal eine ganze Menge mehr als so. Und der Akku läuft 1A, also ich finde die ganze Sache mega geil. Wenn es euch interessiert, dann könnt ihr meine alten Videos gucken, die sind zur Balkonsolaranlage. Und in den nächsten Monaten dürft ihr von mir auch Videos zu der neuen Anlage, also zum Wachstum quasi, ja, vom Umzug von der Balkonsolar zur großen Haussolaranlage. Den Schritt werde ich euch auch noch zeigen, ja, das kommt jetzt die nächsten Monate dann. Okay, kommen noch viele andere Videos, also ich bringe auch immer mal wieder Theorie und sowas da rein. Damit ihr ein bisschen Ahnung habt, wie es funktioniert, worauf muss man achten. Insbesondere bei den Akkus ist echt einiges, was man beachten sollte. Das ist ja nicht ganz ungefährlich. Okay, alles klar, genug gelabert. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Cool, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert mich, freue mich mega über sowas. Und dann bis zum nächsten Mal, ja? Ciao.